Welt ist so... so böse. Ist doch gut, und Sie singen gemeinsam, um das zu ändern. Ich habe gestern eine Reportage gesehen. Man hat sie da alle vernichtet. Das ist der größte Genozid der Geschichte. Mehr Tote, noch mehr Tote, Tote, das wird nie Hören Sie, aufhören. Rabbi Samuel, die Shoah war vor 70 Jahren. Ich selbst denke täglich daran. Aber irgendwann muss es weitergehen, okay? Ich spreche von Babyschildkröten. Was, Babyschildkröten? Die Babyschildkröten, die aus dem Sand kommen, ins Wasser wollen und dann verschlungen werden von den Krabben, von Vögeln, von den Möwen und sogar die Fische machen sich über sie her. Alle fressen sie. Und niemand sagt etwas. Wir sehen in aller Ruhe zu, aber es wird nie aufhören. Wir lassen es zu, wieder einmal lassen wir es zu. Der Kinocast. Hallo und willkommen zur neuen Sendung vom Kinocast. Mit mir im Studio ist die Kate. Hallo Kate. Hallo. Ja, hallo. Und wir haben natürlich wieder jede Menge Filme zu besprechen und mal schauen. Ach so, ein Gewinnspiel gibt es auch noch, also bleibt da dran. Also ich verrate nicht wo und was, ihr müsst die ganze Sendung anhören. in der Sneak bin ich gewesen, diesmal alleine, die anderen beiden konnten nicht mit. Dort lief der Film Lomo, The Language of Many Others. Also das soll wohl die Abkürzung sein. Language of Many Others, Lomo. Lomo hat aber ja noch eine andere Bedeutung. Es gab ja auch diese Lomographie zum Beispiel, wo mit eben dieser berühmten Lomo-Kamera auf eine sehr einfache Art und Weise Fotos gemacht wurden, sehr schnell, teilweise Street-Fotografie, die jetzt technisch nicht immer perfekt waren, aber irgendwie so ihren ganz eigenen Ausdruck hatten. Und so ähnlich, daran orientiert sich der Film nämlich auch so ein bisschen. Aber ich stelle ja gerade fest, das war ja gar nicht die Sneak. denn zu Lomo kommen wir nicht später. In der Sneak gab es den Film Ein Lied in Gottes Ohr. Der deutsche Titel, der hätte mich überhaupt nicht ins Kino gezerrt. Und auch der österreichische Verleihtitel, der da ist, Der Wurm in Gottes Ohr, hätte mich auch nicht ins Kino gezerrt. Wahrscheinlich hätte mich der französische Originaltitel Coexiste auch nicht ins Kino gezerrt. Also, aber zumindest die deutschen Titel, die sind völlig Banane. Und mein kleiner Hinweis an den Filmverleih wäre, hier wirklich mal was zu tun. Also ich habe zum Beispiel früher von Filmverleihern immer mal so lose Beschreibungen von Filmen bekommen, wo so drin stand, worum geht's in dem Film, wer spielt da mit, was soll so die Zielgruppe sein, und dann gab es teilweise so Poster-Mockups, wo man sich dann für eins entscheiden konnte. Die wurden dann teilweise auf dem Bildschirm gezeigt, so zack, und dann musstest du innerhalb von wenigen Sekunden sagen, was gefällt dir jetzt am besten oder so. Also wirklich, ja, und dann haben sie wahrscheinlich mit einer relativ größeren Masse an Filmfreaks das gemacht und haben dann auf der Basis bestimmte Entscheidungen gefällt. Und da gab es unter anderem auch so, ja, solche Themen wie soll der deutsche Verleihtitel lauten? Da hatten die wirklich teilweise völlig abgefahrene Sachen, wo ich gedacht hätte, oh, um Himmels Willen, ey, hoffentlich nehmen die nicht diesen Titel, ja. Wo man aber genau merkt, was da für eine Redaktionskonferenz irgendwie dahinter stand, wo dann irgendjemand da irgendwas rausgehauen hat und manche sich dann gesagt haben, oh, klingt ja gar nicht schlecht, ja, komm, lass uns das nehmen. Und so ungefähr scheint es hier auch gewesen zu sein. Ein Lied in Gottes Ohr. Also, wir hatten ja in der vorhergehenden Sendung das schon ein bisschen angesprochen gehabt, weil das irgendjemand getippt hatte und mir der Film nichts sagte. Und da hatte ich ja mal die kurze Zusammenfassung vorgelesen gehabt. Ich mache es hier nochmal in aller Kürze, also, oder ich gebe es mal mit eigenen Worten wieder. Es geht darum, dass ein Musikproduzent in Frankreich, ich glaube, das ist dieser Fabrice Eboué, der Schauspieler, der auch den Film geschrieben hat, das Buch geschrieben hat zu dem Film, der hat so ein eigenes Musiklabel, das hat er von seinem Vater übernommen. Und dieses Musiklabel ist aber irgendwann mal gekauft worden von so einem großen Major-Studio. Was natürlich dazu führt, dass auch dieses kleine Musiklabel doch immer mal was abliefern muss, damit das irgendwie seine Daseinsberechtigung hat. Und ganz am Anfang ist so eine Aktionärsversammlung, weil das große Musikstudio
die sind anscheinend börsennotiert oder sind eine Aktiengesellschaft. Und da ist Aktionärsversammlung und da müssen die ganzen einzelnen Spartenchefs müssen da eben so ein bisschen Rapport machen. Und er kommt da eh ein bisschen reingestürzt, weil da ein bisschen was passiert war. Er lebt in Trennung von seiner Frau und hat sich ums Kind gekümmert. Und wird dann natürlich gleich, läuft dann natürlich gleich ins offene Messer, weil dann sagt die große Chefin von ganz vorne von der Bühne, nimmt ihn dann gleich Volley und sagt so, ja, hey, und was habt ihr so erreicht da in der letzten Zeit? Und da kommt eigentlich nichts, kann er nicht gut drauf antworten. Und dann bekommt er nochmal eine Gnadenfrist, sagt, okay, weil er auch so sagt, ja, hey, wir machen halt eher so die Indie-Sachen und kleinere Produktionen. Und wenn ich wollte, dann könnte ich auch hier so eine Plastikband locker in die Charts bringen und dass die hier in dem großen Konzertsaal hier in Paris spielen und so, das wäre kein Problem. Also die Popmusik, die Mechanismen habe ich verstanden. Und da sagt die Frau natürlich dann, ja, Challenge accepted, okay, du hast, ich glaube, weiß nicht, wie lange sie ihm Zeit gibt, ein halbes Jahr oder ein Jahr, ich glaube, so die Drehe, ja, machen, zeig uns, dass du es kannst. So, und dann geht's los. Und der Anfang hat mich jetzt noch nicht ganz so mitgerissen, obwohl der Hauptdarsteller, der das auch geschrieben hat und gedreht hat, der wirklich extrem sympathisch ist. Dann fängt es nämlich an, dann machen sie ein Casting. Er hatte irgendwie nur eine Mitarbeiterin in seinem Musiklabel und die Frau ist irgendwie total nymphoman halt und erzählt, wen sie letzte Nacht immer wieder abgeschleppt hatte und was da so Irrwitziges vorgefallen ist und die ist auch irgendwie ganz seltsam drauf und haut die übelsten Sprüche raus und er macht dann mit ihr zusammen immer diese Castings. Ja, da kommen dann die wildesten Bands und das Coole ist, dass die auch die Texte auf Deutsch untertitelt haben, dass man, weil ich habe auch dann bei manchen ja, Slang-Ausdrücken oder Ghetto-Ausdrücken, da komme ich dann auch nicht mehr so mit Französisch, da war es ganz gut, gleich mal ein paar Worte kennenzulernen, ein paar neue Schimpfworte, wenn da irgendwelche Gangster-Rap-Bands aus dem Banlieue da irgendwie aufgetreten sind. Und dann gab es natürlich auch die ganze Bandbreite, ne, angefangen von irgendwelcher französischen Volksmusik, Chansons, über sonst was. Wirklich die krudesten Typen und wirklich sowas von lustig. Also da sind im Saal zum ersten Mal so die Dämme gebrochen. Im Sneak-Saal, der war leider nicht gut gefüllt. Zum einen lag es ja daran, weil das ursprüngliche Metropol-Kino, wo wir sonst immer Sneak-Preview haben, das war irgendwie geschlossen. Ich glaube, die renovieren da irgendwas, weil die nutzen die Zeit, weil auch gerade WM ist. Deswegen waren wir da im Gloria drüben. Und das haben irgendwie anscheinend manche nicht so ganz mitgekriegt. Also da waren halt bei Metropol waren auch einfach die Türen zu. Da stand jetzt nichts dran. Da war einfach zu. Ja. Und die haben halt gedacht, okay, hat zu. Gehe ich heim. Wahrscheinlich. Ich habe übrigens gehört, dass das morgen wieder so ist. Also okay. Morgen ist auch nochmal im Gloria. Ja, dann sollten die vielleicht beim Kino wenigstens mal einen Zettel an die Türen hängen, so, hey, übrigens, da Sneak ist im Gloria jetzt, also egal. Jedenfalls war der Saal vielleicht da zu einem Drittel gefüllt nur, aber da brachen dann so langsam alle Dämme, ne? Also wo dann wirklich so das war auch so perfekt, ja, das war jetzt nicht so, wo du denkst, um Himmels Willen, was haben sie denn da, was sind das für ein Budenzauber, sondern das war halt wirklich auch, die Musikstücke waren halt auch gut produziert, da waren halt irgendwelche Dance-Sachen dabei und irgendwelche Rap-Sachen, das war jetzt nicht so lieblos auf irgendwas hingegurkt und irgendwas, es könnte sogar sein, dass es die Bands vielleicht sogar gibt, die da in dem Casting waren, so perfekt war das eigentlich, aber es war halt einfach total lustig und dann haben die beiden, der Labelchef und seine Sekretärin oder Assistentin, die haben sich dann halt immer jedes Mal so angeguckt und so Kommentare gegeben und so. Es war einfach herrlich. Und er wühlt sich dann noch durch Berge von Demo-Tapes und CDs, die er zugeschickt bekommen hat. Da gibt es dann so eine Szene, da fährt er im Auto und packt dann eine CD nach der anderen rein. Und da ist auch dieser Text immer wieder deutsch untertitelt, was da teilweise abgefahrene Sachen in dem Text ist. Und herrlich. Jedenfalls, da ist überall nichts Passendes dabei. Und irgendwie kommt er dann so auf den Gedanken, Mensch, es gab doch mal diese
kennst du bestimmt auch diese gregorianischen Gesänge da, die relativ gut abgegangen sind, wo viele sich dann irgendwie CD gekauft haben, ich jetzt nicht, aber sind viele drauf abgegangen und da kommt auf die Idee, Mensch, jetzt lass uns doch mal eine Band zusammenbringen, bestehend aus einem christlichen, katholischen Priester, einem Rabbi und einem Imam, um quasi zu zeigen, hey, die, gerade in der heutigen Zeit, weil das auch ein bisschen Brisanz hat, ne, wenn dann so die drei Priester ihrer jeweiligen Religion da zusammenkommen und zusammen singen. Ja. Zum einen sendet das ein friedliches Zeichen, zum anderen hat es auch ein bisschen Brisanz, dass das so in den Medien kommt und so. Hält das für eine gute Idee? Dann kommt natürlich noch die nächste Hürde. Er muss natürlich erstmal einen katholischen Priester, einen Imam und einen Rabbi finden, die da mitmachen bei sowas. Das ist ja nur auch... Und dann beginnt dann auch so ein Casting, wo er quasi sich so in irgendwelche Gottesdienste reinsetzt und wirklich völlig abgefahrene Typen dann lernen die da kennen. Und jedenfalls schafft er es dann, ich will es nicht zu viel verraten, er schafft es dann tatsächlich, die Band zusammenzuwürfeln. Und sie wollen natürlich diese Mechanismen, die es in der heutigen Zeit gibt, also was weiß ich, angefangen von YouTube-Clip, der ist völlig oben drüber, dieser Clip, den die da drehen, wo dann halt der Imam, der reitet dann so auf einem Kamel und dann gibt es schon so erste Streitigkeiten, so hey, wieso muss ich hier auf einem Kamel reiten, ja, während hier die anderen da mit einem Auto vorfahren können und so. Weiß ich, die versuchen dann halt auch immer so diese Vorurteile oder diese Herkunft und alles irgendwie dann mit reinzupacken und so viele lustige Szenen und der Saal ist auch total abgegangen, also das ich will mal nicht zu viel verraten, es gibt dann auch noch ein bisschen Twist dann innerhalb der Band, das ist auch das, was hier in der Beschreibung drin steht. Also am Anfang starten die auch noch nicht gleich voll durch, da ist auch noch einiges notwendig, bis da mal was passiert. Also zum Beispiel der Imam kommt dann auf die Idee, dass die anderen von ihm doch mal ein Sextape veröffentlichen und drehen könnten, wo er mit ein paar Frauen, das würde doch viel Impact auslösen in den sozialen Netzwerken, würde die bekannter machen und so. Ausgerechnet er, ne? Also, und er ist auch nicht so der ganz strikte Imam, würde ich mal sagen. Also er ist auch Frauen durchaus zugeneigt und trinkt auch gern mal Alkohol und so. Also das ist total verrückt, der Film. Und mir hat er sehr, sehr gut gefallen. Eigentlich ein idealer Sneak-Film. Und ich habe mir von dem Film ja eigentlich überhaupt nichts erwartet. Ne? Schon vom Titel her und so. Und auch die Beschreibung klang jetzt nicht so besonders. Aber die Eigendynamik, die diese drei Personen entwickeln, auch so in ihren internen Gesprächen, wenn die sich miteinander unterhalten, die nehmen halt auch so ein bisschen jeder auf eine sehr charmante Weise, das ist jetzt keine Blasphemie, was da kommt, sondern die nehmen so ein bisschen ihre eigenen Religionen auch so ein bisschen auf die Schippe, weil man muss halt auch über sich selber auch ein bisschen lachen können, damit überhaupt alles auch irgendwie einen Sinn hat. Ne? Und das die Kurve kriegen die halt richtig gut. Also ich habe da erhebliche Befürchtungen gehabt am Anfang, was mich da erwartet. Und dann natürlich halt ein französischer Film. Und ich hatte ja vorhin schon erwähnt, hier die eine Assistentin, die ist da eher fast so Nymphomanin. Und da passieren ja auch noch viele Sachen. Und dann touren die auch durchs Land und sind da in diversen Ecken. Und herrlich. Also sehr lustiger Film. Der hat ja insgesamt bei der Kritik, also bei Presse, sagen wir so, hat er nicht so wahnsinnig gut abgeschnitten. Programmkino.de gibt aber trotzdem 7 von 10 Punkten hier. Aber hier, ich glaube, bei Filmstarts hatte ich da die eine Kritik gelesen von irgendeinem Filmkritiker. Aber da glaube ich, der hat den Film gar nicht gesehen, weil der, was der da beschreibt, Sexkomödie ist es jetzt in dem Sinne nicht. Auf jeden Fall, was ich hier unterschreiben kann, die extreme Spielfreude von den Darstellern. Ja, sehr, sehr lustiger Film. Ich weiß nicht, ob ich da jemanden jetzt extra ins Kino schicken würde dafür. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr tolle Sommerkomödie. Und es hat zum Glück jetzt nicht so wahnsinnig viel mit Religion an sich zu tun. Ist natürlich so der Aufhänger für die Person, aber es war jetzt nicht so, ich bin da ja, wenn da bei mir so eine Schwelle überschritten ist, dass das irgendwie mir zu religiös war, da schalte ich ganz schnell ab. Das war hier bei Weitem noch nicht erreicht. Also das ist eine tolle französische Komödie, fand ich. Und ich wünsche vielen, dass sie den in der Sneak bekommen. Bin gespannt, ob da irgendjemand anders
noch eine Meinung dazu hat oder äußert. Und ich gebe 8 von 10 Punkte, würde ich jetzt geben. Ich gucke mal kurz in unsere Facebook-Gruppe, Metropolsneak. Ja, da habe ich auch 8 von 10 gegeben. Hat sogar haben sogar 2 Leute 10 Punkte gegeben. Das ja. Muss richtig gut gewesen sein. Aber es sind auch welche am unteren Ende. Also es hat auch einer oder eine haben nur 2 Punkte gegeben. Also die niedrigste Wertung sind 5 Punkte hier, haben 3 Leute. Ich glaube so im Schnitt, wenn ich das so überfliege, ich bin jetzt nicht hier der Mathelehrer unseres Vertrauens, liegt so bei zwischen 7 und 8 Punkten hier, wenn ich so alles mal so grob überschlage. Und da ja, kommt der Film gut damit aus. Also wer jetzt... Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt... Wann startet der überhaupt? Gleich mal gucken. 26.07. Das ist also quasi in einem Monat. Naja. Ja. Vielleicht läuft es ja in irgendeinem Sommerkino. Es gibt ja jetzt auch in vielen Städten, wo so Leinwände aufgebaut werden im Freien, wo man dann schön was gucken kann. Da wäre der Film auch ideal, finde ich. Ha. Und, ach ja, dieses eine... Die haben so einen Song... was quasi so ihre Hit-Single ist, ja, der ging mir auch total ins Ohr. Also der, obwohl es jetzt einfach nur so für einen Film produziert war, den habe ich jetzt, wenn ich dran denke, habe ich den auch wieder im Ohr. Also war ein totaler Ohrwurm. Und also wie gesagt, alles, was so mit Musik zu tun hat, ist verdammt gut produziert in dem Film. Also die ganzen Bands, die man sieht, die Bandbreite, die Songs von der Band selber hier sind gut produziert, ja. Empfehlenswert von mir. Ja, 26.07. läuft er an. Ein Lied in Gottes Ohr. Koexistier. Hat dich das jetzt gereizt? Aber du kannst das auch zu Hause dann mal anschauen. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ja. Wenn der dann mal auf Sky kommt oder so, da werde ich mir den bestimmt angucken. Also ja. Muss ich mir jetzt merken, aber ja, klingt lustig. Hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe ja auch. Weil er nicht mitkonnte, da habe ich auch einen Fabi gefragt. So. Und er hat auch geschrieben, na nee, und so der Titel hier mit Gott und so. Ja. Ja, aber das ist manchmal ein bisschen, der Tipp war ja, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie war denn der Tipp, wie hieß denn das? Irgendwas mit Glaubenssache. Glaubenssache. Und ja. ich meine, es gibt ja diesen Spruch, dein Wort in Gottes Ohr. So, wenn man was sich erhofft, und dann sagt, es kann ja sein, dann der andere sagt dann, ja, dein Wort in Gottes Ohr, hoffentlich klappt das so. Und ich habe den Titel von dem Film gesehen und dachte, eigentlich passt das. Ne? Mhm. In dem Fall ist es halt ein Lied in Gottes Ohr. Ja? Und deswegen, ich fand, manchmal darf man die Tipps von der Kinoleitung nicht so direkt auslegen. Weil die machen ja immer gern so Trick-Tipps. Deswegen. Das zeigt mir bloß auch wieder... Wie sehr verfehlt irgendwie so dieser deutsche Titel ist. Ja. Also, gut, der französische Titel ist halt der Name der Band. Ja, ja okay. Der ist natürlich auch ein bisschen schwach oder so. Aber ja, weiß nicht. Man hätte irgendwas anderes da irgendwie. Ich weiß nicht. Und wenn sie ja. Wenigstens ein bisschen versucht hätten, an andere Erfolge von anderen französischen Filmen anzuknüpfen, das zum Beispiel genannt hätten, ziemlich beste Priester oder irgend sowas, weißt du? Das wäre wenigstens noch, da hätte jeder gedacht, ah, okay, klingt nach französischer Komödie. ja. Und, aber, naja, egal. Ich kriege ja auch immer Einladungen zu Pressevorführungen, da war auch schon zu diesem Film irgendwas dabei. Da wäre ich einfach mal dem Verleih mal antworten, weil ich sagen hier, euch mal zu, ihr solltet da wenigstens noch vielleicht einen Zusatztitel oder irgendwas, der ein bisschen mehr zieht als dieses. Es sind aber halt auf dem Poster, siehst du 3 Priester drauf, die singen. Ja, ich meine, wer geht da ins Kino? Also, puh. Ich sag mal so, für wirklich gläubige Menschen wäre der Film sogar was, ja. Weil, wie gesagt, die können halt auch vielfach dann so ein bisschen über die eigenen Sachen vielleicht auch schmunzeln oder lächeln oder sowas. Aber ja, ich weiß nicht, ob das jetzt die alleinige Zielgruppe des Films ist. Ja. Gut, dann lass uns mal lieber einen Blick drauf werfen, was so getippt wird für die morgige Sneak. Hast du das gerade offen? Ja, selbstverständlich. Kannst du es gleich der mal... Der Film, der Sneak-Tipp, also das
also der Tipp von der Kinoleitung, war mal wieder ein bisschen verwirrend. Und ich glaube, es war Absicht, denn der Tipp lautet The Rock. Wobei ich glaube, ich habe den falsch verstanden, weil... Der Chris hat mir das ja aufgeschrieben. Ja, ne, ich habe es ihm ja geschickt. Und ich glaube, der hat gesagt, The Rock. Ach, ja, das kann natürlich auch sein. Aber ich saß halt, wenn ich alleine sitze, setze ich mich gerne irgendwie relativ weit vorne hin und so, dass wirklich nur Leinwand in meinem Bild ist und keine Köpfe oder sowas. Und der die Moderation gemacht hat, der ist halt nur hinten reingegangen. Ich habe ja gesagt, war nur zu einem Drittel gefüllt und die haben halt irgendwie von hinten nach vorne aufgefüllt. Und dann ist er nur hinten bei denen gewesen, der hat mich vorne gar nicht mitgekriegt. genau, und da habe ich habe erst gedacht, D-Rock, da, ja, der hat sich bestimmt versprochen, der kann vielleicht kein richtiges Englisch oder so, dass der dieses TH nicht hinkriegt oder so. Deswegen habe ich euch per WhatsApp The Rock geschickt. Ach, ja, aber ich glaube, der hat vielleicht sogar D-Rock gesagt. Deswegen, ja, könnte mein Fehler gewesen sein, aber gut. Also bei The Rock hätte natürlich Skyscraper gepasst, was auch getippt wurde in der Facebook-Gruppe, aber dann kam der Martin dazwischen und meinte, es steht ja dabei Hauptcharakter und nach dem Hauptcharakter müsste es der Film How to Party with Mom sein, denn dort hat die Hauptdarsteller den Spitznamen D-Rock, also D-E-E und Rock. Mhm. Und das würde wiederum passen. Und das waren eigentlich auch alle Tipps, Skyscraper und How to Party with Mom, und ich befürchte, es kommt How to Party with Mom. Glaube ich auch, denn... Und also ich muss mir nachher mal den Trailer angucken, aber ich bin noch nicht ganz so begeistert. Der Martin, der arbeitet ja bei den Light Cinemas in Halle und dort lief das bei denen in der Sneak, in der vergangenen Sneak. Also der hat den schon gesehen. Und bei denen, da wird doch die Abstimmung, warte mal, das kann ich gleich mal gucken, die Abstimmung wird auch auf der Internetseite auf Facebook Light Cinemas, hier The Light Cinema Halle Saale, wird veröffentlicht, und wenn ich mich recht erinnere, war das so so ein bisschen über Durchschnitt drüber, warte mal, aber ich finde es gar nicht mehr. 6 von 10. Ich finde es gar nicht mehr. Haben die das runtergenommen? Also wenn er wirklich kommt, dann puh, es ist ein Melissa McCarthy-Film und es ist eine amerikanische Komödie. Ich habe gelesen, was es geht. Weiß noch nicht, ob ich mich da wirklich drauf freuen würde. Ja, ich finde den Beitrag jetzt nicht mehr. Egal. Wenn ich mich recht erinnere, lag der so bei 6 bis 7 Punkte, der Durchschnitt. Ja. Bei denen. Ja, dann ist wenigstens kein kompletter Reinfall. Ja. Vielleicht ist ja auch überraschend dann wie der andere. Ja. Kommen wir mal zu den gesehenen Filmen. Ich mache meinen zuerst, weil das ist ja, der ist ja quasi so neu, der kommt ja auch erst noch. Ja. Ich habe nämlich Lomo geschaut, der lief auch in einigen anderen Sneak Previews. Ich hatte allerdings das Vergnügen, den vom Filmverleiher als Screener zu bekommen. Heißt, ich musste mir den hier am Computer angucken, weil da irgendwie mit Sicherheitszertifikat und sowas, das ging jetzt nicht irgendwie auf dem Fernseher rüberzunehmen. Macht aber ja nichts. Hatte ich vorhin ja schon kurz eingeleitet, weil ich erst auf dem falschen Weg unterwegs war. Also Lomo, Language of Many Others oder auch Lomographie, das trifft dann fast so ein bisschen auf die Art zu, wie es gedreht ist. Ich würde es mal im weitesten Sinne also ein bisschen so Coming-of-Age-Film bezeichnen. Und hier geht es um einen jungen Mann, Karl Schalkwick heißt er. Wird gespielt von Jonas Dassler, und der lebt in einem ziemlich netten Haus, also Architektenhaus, zusammen mit seiner Zwillingsschwester Anna, die beide sind kurz vorm Abitur. Bei ihr läuft es soweit ganz gut, bei ihm überhaupt nicht. und seine Eltern, die haben sich irgendwie so ein bisschen entfremdet, das bekommt er auch langsam mit, dass da nicht mehr alles so okay ist, wie es mal war vielleicht. Und er spricht das dann auch mehrmals ziemlich direkt an, aber verursacht dadurch noch mehr, macht dadurch fast noch mehr kaputt. Ja. Und sein Vater ist Architekt, der irgendwie so hauptsächlich so Großprojekte macht und da immer quasi
schon von langer Hand diverse Projekte anstrebt, plant, und gerade so bei Architekten ist ja so, man muss sich da ja so im Wettbewerb stellen, man muss dann meistens sehr viel vorfinanzieren, meistens so irgendwie Modelle bauen und dann in so einen Wettbewerb reingehen und das Projekt dann verteidigen, warum man das so machen will. Und ja, wenn man es dann halt verliert, hat man eigentlich eine Menge Geld in den Sand gesetzt, sodass halt gerade bei großen Projekten, wo man sehr viel vorfinanzieren muss, das Risiko sehr, sehr hoch ist. Und er befindet sich gerade in so einer Phase, dass er auf so ein größeres Projekt bietet, wo so eine Frau vom Staatsbeamt, glaube ich, dann die Entscheidungshoheit drüber hat. Und unser junger Mann, unsere Hauptfigur, der Karl, der verguckt sich in der Schule so ein bisschen in so eine Mitschülerin. Irgendwie war sie ihm die ganze Zeit mehr oder weniger egal, und dann wird sie auf einmal interessant. Und sie weiß auch ganz gut, was sie will. Da, ja, sie erscheint dann auch mal bei ihm zu Hause, dann wird es dann relativ schnell direkt. Und weshalb der Film ja eigentlich so heißt, Lomo, der junge Mann führt ein Internetblog. Der sieht allerdings vom Layout her irgendwie ein bisschen kurios aus, sieht eher aus wie ein bisschen, weiß nicht, wie so eine Mischung aus Instagram und irgendwie einem Videoportal oder sowas. Aber gut, das soll halt sein Blog sein, wo er halt alles Mögliche dort ablegt. Er macht dann selber irgendwelche Videos, die er bearbeitet und reinsetzt, und auch Fotos, und teilweise kompromittiert er auch Leute mit Sachen. Also er filmt zum Beispiel seine eigene Familie, und wenn er dann zum Beispiel das angesprochen hat bei seinen Eltern am Abendbrottisch, ja, sag mal, habt ihr eigentlich noch Sex miteinander, und dann die Reaktionen und sowas, das setzt er dann halt ins Internet rein und bekommt da auch ein bisschen Ärger. Und dieser Blog, der hat irgendwie so ein Live-Aktivitäts-Feed nebendran. Man muss sich das so vorstellen wie bei einem Facebook-Livestream, wo man direkt gleich was kommentieren kann, wie so ein Chat halt, ne? Und da, der hat halt irgendwie eine unheimliche Community da gebunden. Und das wird im Film so gelöst, dass wir quasi immer die Stimmen von denen hören, die da irgendwas schreiben. Also wenn da einer schreibt, ja, was macht er jetzt? Warum ist er jetzt so lange nicht mehr, warum hat er so lange nichts gepostet? Dann sind es halt immer verschiedene Personen, die das dann sprechen, oder auch weibliche Personen, oder auch teilweise in Englisch, dann, dass irgendjemand da den Blog liest und irgendwas kommentiert oder in diesen Chat reinschreibt. Das Ganze steuert so ein bisschen auf diverse Eisberge zu, dieses Schiff, was er da in Bewegung hält. Zum einen hatte ich ja erwähnt, dass es in seiner Schule überhaupt nicht läuft, also er bringt da schlechte Noten und stürzt irgendwie total ab, während seine Schwester ziemlich gut dasteht und dann irgendwo nach Kanada zum Studieren gehen will. Zum anderen kommt sein Vater eben in die Bredouille, dass er vielleicht, also diesen Auftrag unbedingt braucht, weil ansonsten müssten sie vielleicht sogar das Haus verkaufen und dort raus. Und wäre dann halt auch fatal, und gerade wenn der bankrott geht mit seiner Firma, kann dann auch die Tochter nicht nach Kanada zum Studieren gehen. Weiterhin ist das Thema mit seiner, ja, in Anführungszeichen Freundin, die er da hat, ist eher so Friend with Benefits. Er will dann auch, dass da mehr draus wird, und das will sie aber nicht und so. Das ist alles ein bisschen sehr schwierig, die Situation. Und er filmt das auch mal, wie sie zusammen Sex haben, und lädt das dann auch nochmal hoch auf seinen Blog, was dann auch wieder sehr, sehr viel Ärger verursacht. Und so bewegt er sich halt so, dieser Film, teilweise durch die reale Welt, teilweise durch die virtuelle, digitale Welt. Und die virtuelle, digitale Welt, die hat halt auch immer wieder Einfluss auf die reale Welt. Zum Beispiel bekommen dann halt seine Community, nenne ich es jetzt mal der Einfachheit halber, die bekommen dann irgendwann mal diverse Sachen mit und nehmen dann halt Einfluss auf bestimmte Entscheidungen. Also da werden dann zum Beispiel auch mal Leute erpresst oder sowas, wo er jetzt gar nicht weiß, dass das gerade passiert. Aber es passiert halt, weil die Community halt gesehen hat. Die Community, die schickt ihm auch irgendwann mal ein neues Handy zu, weil sein anderes weggenommen wurde, damit er wieder von unterwegs Sachen posten kann. Und so eine Minikamera, die er sich ansteckt, und so ein Ohrhörer, was er ins Ohr reintun kann, und kann dann halt quasi live mit seiner Community halt sprechen. Und
dann kommt es eben zu diesem Fall hier, diese The Language of Many Others, dass er bestimmte Entscheidungen fremdbestimmt trifft, ja, auf Basis der Community. Er schließt dann zum Beispiel mal die Augen und lässt sich halt von der Community einfach, die ja durch die Kamera blicken, dann nach Hause geleiten, ja, über Straßen hinweg und alles, ne, jetzt rechts und dann links und dann nein, doch nicht da lang und Vorsicht da und sowas. Bis hin zu irgendwelchen Lebensentscheidungen. Und ja, das ist jetzt nicht so der, das ist jetzt nicht der Film. Ich würde es nicht, vielleicht nicht zu hoch aufhängen, dieses ganze Thema. Das ganze Thema ist eigentlich so, wie wird Karl mit seinen ganzen Problemen der realen Welt und sein Problem, die er auch in der virtuellen oder auch in dieser Verschmelzung oder in dieser Schnittmenge zwischen der realen und der virtuellen Welt, wie kommt er damit klar? Wie geht er damit um? Welche Entscheidungen trifft er eigentlich noch selbst? Ja, welche werden ihm aufgezwungen oder welche nimmt er bereitwillig an von anderen? Und wie kriegt man eigentlich als junger Mensch heutzutage mit diesen ganzen Einflüssen da irgendwie sein Leben in den Griff? Das sind eigentlich so die Grundthematiken. Und ja, da ist auch so ein Thema so ein bisschen leicht am Rande, dass zum Beispiel die Lehrer auch nicht so eine wahnsinnige Hilfe sind in der heutigen Zeit. Weil den Lehrer, den sie da haben, der trägt zwar immer jeden Tag irgendwie ein Heavy-Metal-Shirt und versucht sich da bewusst jugendlich zu geben, aber wenn es dann so um bestimmte Themen geht, ist er dann auch völlig außen vor und ist da auch keine wirkliche Hilfe. Und so ist halt unheimlich schwierig, dann aufzuwachsen. Ich fand den Film ziemlich interessant. Ich hatte einen Podcast gehört gehabt, ich glaube, Leinwandperlen waren das, die den hatten in der Sneak Preview. Die haben den extrem verrissen, glaube ich. Also, wenn ich mich da recht erinnere. Zum einen haben die keinen Zugang gefunden zu dieser Bildsprache von dem Film. Das hatte ich überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich fand den toll, wie der gedreht war. Das war halt genau, ja, so diese ganzen lomografischen Einflüsse, sage ich mal, wirklich mit wenig Mitteln bestimmte Sachen abzulichten. Da ist auch die Kamera häufig mal nahe dran oder wirklich mal so ein bisschen schlecht ausgeleuchtet und sowas. Es geht halt im Film jetzt nicht darum, möglichst glossy zu erscheinen und wäre auch das falsche Signal, weil wenn man zeigen würde, alles ist im hellsten Licht und alles ist, ja, dann wirkt das auch gleich wieder so, als wäre alles super. Ja, wenn alles so top ausgeleuchtet und die Personen strahlen und so ist es halt nicht, sondern es ist halt wirklich eine eher so düster und selbst wenn er mit seiner, ja, Freundin da oder Friend with Benefit, wie hieß die eigentlich? Doro, genau, Doro. Selbst wenn er mit der da irgendwas hat, das ist, selbst dann wirkt es nicht irgendwie besonders romantisch oder sowas. Es hat immer noch so eine kühle digitale Distanz, ja, auch wenn es in der realen Welt sich abspielt. Und das hat halt auch die Bildsprache extrem gut rübergebracht. Und ich kann durchaus verstehen, warum Menschen der Film nicht gefällt. Ich kann aber auch, oder ich breche für den Film trotzdem eine Lanze, dass das ein ziemlich guter Film ist, der wahrscheinlich mit relativ wenig Mitteln entstanden ist und hier trotzdem eine starke Geschichte erzählt. Bei Weitem nicht perfekt, also weit entfernt von einem perfekten Coming-of-Age-Film, der wirklich absolut rund ist, wo man sagt, boah, Wahnsinn und so. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es viele gibt, die vielleicht auch in dem Alter sind von denjenigen, von der Hauptfigur, die sagen, boah, ich finde mich hier genau wieder. Ich finde mich nicht in diesen amerikanischen Highschool-Komödien wieder, wo irgendwelche Jugendlichen sind, die genauso alt sind wie ich, sondern was die da erleben, das geht mir so weit weg von dem, was ich hier gerade habe. Aber das, was ich hier gesehen habe in dem Film, das ist genau, oder hier sind einige Aspekte drin, genau so, genau die Probleme habe ich auch. Das, glaube ich, ist bei diesem Film viel mehr als bei irgendwelchen anderen. Und das sage ich, wobei ich wahrscheinlich am weitesten entfernt bin von diesem Alter. Ich sehe es bloß bei meiner Tochter, die ist zwar jetzt noch lange nicht so alt, da fehlen noch ein paar Jahre, aber gerade so mit dieser digitalen Welt, da gibt es halt auch Klassen, WhatsApp-Gruppen und wenn da manchmal jemand irgendwas schreibt, man muss halt schon genau überlegen, was man da schreibt und wenn,
auch die Worte auf die Goldwaage legen. Ansonsten kann es halt ganz schnell mal in eine falsche Richtung gehen. Und das ist halt heutzutage schon sehr, sehr schwierig. Während früher hast du halt mit den Leuten dich dann ausgesprochen oder hast die halt einfach links liegen lassen, die Leute, mit denen du nicht konntest. Das geht halt heutzutage nicht mehr ganz so einfach. Also von mir eine Empfehlung für diesen Film. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich den hier als Screener bekommen habe, sondern für die Filmverleihfirmen ist es immer ein Risiko, uns jetzt einen Screener oder eine Rezensions-Blu-ray oder sowas bereitzustellen, weil die kaufen damit ja nicht unsere Meinung, sondern wir sagen ja so, wie es ist. Und genau, also das, ja, wenn ich den Film schlecht gefunden hätte, hätte ich es genauso gesagt. Und ich hatte eigentlich auch gedacht, ach, ich habe eigentlich keinen Bock auf den Film. Zum Beispiel ja die Kritik von den anderen gehört hatte. Ich habe gedacht, ach nee, ein 17-Jähriger, der irgendwelche Probleme hat mit digitaler Welt. Oh, ich weiß nicht. Und dann hat es mir aber wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, obwohl gefallen vielleicht ein bisschen ein falsches Wort ist. Es hat mich sehr, ja, nicht mitgerissen, wie könnte man das nennen? Also es hat mich sehr fasziniert auch, wie das dargestellt war. Und wie gesagt, weit entfernt von perfekt, deswegen von mir 7,5 von 10. Aber trotzdem Top-Wertung. Ja, ich bin mir sicher, der Film wird viele begeistern auch. Und wer halt nichts damit anfangen kann, okay, dann ist halt so. Ist halt, ja, muss ja nicht... ist kein Mainstream-Film, der jetzt allen gefallen muss, sondern das ist halt eine spannende Geschichte, die vielleicht, eine gewisse Brisanz habe ich, das werde ich mal nicht erwähnen, da gibt es nämlich noch eine gewisse Brisanz, die dann noch im Laufe der Geschichte mit auftaucht. Und, nee, das lasse ich mal weg. Also Lomo, The Language of Many Others, und jetzt kommen wir zu dem Gewinnspiel. Wir haben nämlich von dem Filmverleiher zweimal zwei Freikarten bekommen für diesen Film. Der startet ja am 12.07. Das heißt, wir haben diesmal ausnahmsweise genügend Vorlauf bis zum Filmstart. Das heißt, wenn ihr sagt, oh, das, ja, was der Erik gerade erzählt hat, das würde mich auch mal ein bisschen interessieren. Ich würde mir den gerne mal angucken. For free. Ja, ihr könnt noch jemanden mitnehmen. Haben zwei Leute haben die Chance, jeweils zwei Freikarten zu gewinnen. Könnt ihr in jedem Kino in Deutschland einlösen. Dann, ja, guck mal unter dem Beitrag. Ich mache einen extra Beitrag auf dafür. Ich verlinke ihn dann aber mit in den Shownotes. Dann nehmt da einfach teil. Und viel Glück wünsche ich euch da. Und dann würde ich mich freuen an den oder die Gewinnerin, wenn ihr den gesehen habt, wenn ihr dann vielleicht auch mal kommentiert, wie er euch gefallen hat. Ja, das würde ich echt mal gern wissen. Okay. Dann war das Lomo, The Language of Many Others, startet am 12.07. in Deutschland. Und du hast auch noch einen neuen Film geschaut. Was ist das? Nein, so neu ist er gar nicht. Den gibt es nämlich jetzt erst auf Blu-ray und DVD zu kaufen. Und ich habe ihn mir bei Amazon gestreamt. Da kann man ihn nämlich leihen für ein paar Euros. Und zwar habe ich mir den dritten Teil der Maze Runner Trilogie angeschaut. Maze Runner, für die es schon lange her ist, worum geht es in den ersten beiden Teilen? Ein junger Mann namens Thomas, gespielt von Dylan O'Brien, taucht plötzlich in einer Welt auf, von der er nicht wusste, dass die existiert. Also das ist, er kommt mit so einem Fahrstuhl hochgefahren und blickt in jede Menge andere männliche, jungen Gesichter, und stellt sich dann raus, dass sie auf so einer Art Lichtung sind, umringt von einem riesen Labyrinth. In diesem Labyrinth sind auch entsprechende Gefahren versteckt, dass die Kinder eben auch in dieser Lichtung bleiben. Die haben sich da so ein Leben aufgebaut, tun ihre eigenen Lebensmittel an, bauen, kriegen auch immer mal wieder durch diesen Fahrstuhl Essenspakete hochgeschickt und haben eben auch sogenannte Maze Runner. Das sind die schnellsten Jungs in ihrer Truppe, die eben auch mal in dieses Labyrinth hineinlaufen, um versuchen, einen Weg hinauszufinden. Thomas wird relativ schnell zu einem dieser Maze Runner und versucht hier tatkräftig mitzuhelfen, hat aber keinerlei Erinnerung an sein voriges Leben. Also er weiß nicht, wer er ist, wo er
wo er herkommt, wie er dort gelandet ist, so wie alle anderen Jungs auch. Bis dann aber eines Tages eine junge Dame plötzlich im Maisfeld, auf der Lichtung auftaucht, und zwar Theresa. Und Theresa erinnert sich an ihn und weiß, dass er Thomas heißt. Und gemeinsam finden sie raus, dass sie so eine Art Projekt sind von einer Firma und versuchen, aus diesem Maisfeld auszubrechen, was ihnen dann auch gelingt, das kann man schon mal sagen. Und sie werden quasi von einer Organisation gerettet, und ich sage gerettet mit Anführungsstrichen, die nennen sich Wicked. Und dann kommen wir auch schon in den zweiten Teil des Films, denn dann geht es darum, herauszufinden, ist Wicked wirklich die gute Seite dieser ganzen Geschichte oder verbirgt sich da anderes hinten dran? Denn auf diesen Rettungsstationen sind lauter Teenager aus ganz vielen verschiedenen Lichtungen. Es gab nicht nur diese eine Lichtung mit dem Labyrinth, sondern auch mehrere, überall verteilt. Die sind nach und nach alle so ein bisschen ausgebrochen oder ja, kommt halt so nach und nach eine Geschichte raus. Und auch wird relativ schnell auch klar, dass Wicked hier nicht die gute Seite vertritt. Somit bricht Thomas mit seiner Clique aus dieser Station, in der sie da gefangen gehalten werden quasi, aus und versucht, sich den Weg durch die sogenannte Brandwüste zu bahnen. Man muss dazu sagen, dass mittlerweile hat ein Virus die Welt angegriffen und es gibt sehr, sehr viele Tote und auch Untote. Also die werden, wenn die dann dieses Virus in sich tragen, dann werden die so zu Monstern. Und diese Kinder in diesen Labyrinthen sind sogenannte Immune. Also die können, warum auch immer, werden die nicht krank von diesem Virus. Und die gute Wicked-Gesellschaft möchte ein Heilmittel entwickeln und nutzt diese Kinder schamlos dafür aus. Also sie werden gequält, um ein Serum zu bekommen, aus ihrem Blut rauszuquetschen quasi. Und da gehen ganz, ganz viele Teenager drauf, nur um das Wohl des, sagen wir mal, der Reichen und Schönen, weil nur die können sich das dann auch leisten, zu retten. Und als Thomas und seine Clique das so rausfinden, wollen die das nicht. Also sie wollen eher einen Weg finden ohne noch mehr tote Kinder und noch mehr tote Jugendliche. Und im zweiten Teil treffen sie dann, wie gesagt, müssen sie die Brandwüste durch und treffen auch so eine Gruppe Outlaws quasi, die schon lange den Kampf gegen Wicked aufgenommen haben und schließen sich denen an. So, das ist so quasi der zweite Teil. Und jetzt im dritten, im ganz aktuellen, muss ich sagen, nimmt die ganze Geschichte nochmal ordentlich Fahrt auf. Der erste Teil war super, der zweite Teil war so, ja, muss halt erzählt werden, was da jetzt noch passiert, weil sonst macht es keinen Sinn. Und der dritte ist dann wirklich wieder richtig gut, denn hier geht es jetzt darum, wirklich die Lösung zu finden. Der englische Titel ist Death Cure, im Deutschen heißt es Die Auserwählten in der Todeszone. Ich hasse diese deutschen Titel. Death Cure geht es halt tatsächlich darum, wie schaffen wir das jetzt, alle zu heilen, ohne noch mehr Opfer zu fordern? Und sie finden dann relativ schnell raus, dass die Reichen und Schönen und die ganzen, die da hier das entwickeln, die letzte Stadt leben. Das ist wirklich eine Stadt, umringt von einer riesigen Mauer, damit die ganzen Infizierten nicht reinkommen. Dort versuchen das zu entwickeln und im zweiten Teil haben sie einen von der Clique gefangen genommen und die versuchen, den jetzt aus dieser Stadt raus zu befreien, brechen also quasi ein. Man sieht auch wieder Altbekannte aus den ersten zwei Teilen, die man vielleicht sogar schon abgeschrieben hatte als tot. Wer weiß. Ja. Tauchen vielleicht wieder auf. Und die versuchen dann, wie gesagt, da einzubrechen und schaffen das dann auch meistens und versuchen da eine Lösung zu finden. Es gibt dann tatsächlich auch eine Lösung, die für mich nicht sehr überraschend kam. Wer nämlich aufgepasst hat, hat das im zweiten Teil nämlich schon feststellen können, wer oder was die Lösung sein könnte für das ganze Problem. Und im Endeffekt geht es darum, Wicked eigentlich zu überzeugen,
Aber da ist einer dabei, der ein bisschen einen an der Klatsche hat. Und der Thomas jagt von Beginn an. Den kennen wir übrigens, ich weiß noch nicht, wie er Schauspieler heißt, ist der aus Game of Thrones, der Kleinfinger, Ja, Littlefinger, ich weiß, wen du der spielt da meinst. wieder mit. Und der ist nämlich, verfolgt in dem dritten Teil nun eigene Ziele und geht ohne Rücksicht auf Verluste hier wieder vor. Und ja, es geht halt, also wie gesagt, es geht halt darum, dass wir dann versuchen, eben die Menschheit zu retten, ohne weitere Opfer zu bringen. Also quasi eigentlich von Anfang an bis Ende die gleiche Story, die sich wie ein roter Faden durchzieht. Nur jetzt bringen wir es zu einem fulminanten Ende mit viel Explosionen, mit viel Feuer, mit toller Story. Also ich muss sagen, war wieder schön durchdacht. Action geladen, im Gegensatz zum zweiten Teil, der war weniger actionreich. Fand ich einen gelungenen Abschluss dieser Trilogie. Als ich den dritten Teil gesehen habe, hatte ich direkt wieder Lust, die ersten beiden anzugucken. Und den ersten habe ich bestimmt 5 Mal gesehen. Also als ich dann den auf DVD oder Blu-ray gekauft hatte, lief der ganz oft bei mir zu Hause, weil ich den einfach super cool fand. Und ja, hat richtig Spaß gemacht. Kann man sich gerne mal auf Amazon ausleihen für ein paar Euros. Lohnt sich, kann ich wirklich empfehlen. Also wer die ersten zwei ganz gut fand, also den zweiten wahrscheinlich eher weniger, mal haben die meisten gesagt, der ist ein bisschen langsam, lahm und langsam gewesen, kann ich nachvollziehen. Gehört aber, muss aber zur Geschichte gehören, was sich dann wiederum im dritten Teil auch aufklärt. Warum? Kann sich den ruhig anschauen. Also er ist keine Enttäuschung, im Gegenteil, er gibt der Serie ein gutes Ende. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Ist dann wirklich vorbei oder gibt es da noch Bücher Ja, dann nein, eigentlich? also es ist definitiv vorbei. Die Buchreihe hatte, glaube ich, auch nur diese 3 Teile. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie man weitermacht. Also man hat den Film wirklich oder die Reihe wirklich zu einem guten Ende gebracht. Man könnte dann natürlich noch weiter erzählen, wie es jetzt weitergeht und so. Aber dann ist ja die Grundstory mit Wicked und so ist abgeschlossen quasi, ne? Also wenn man es jetzt noch mit einem vierten Teil weitertritt, dann ist es unnötig. Also ich mag ja so Filme und ich mag auch diese Welt, in die solche Filme drehen, spielen. Ich mag das, wenn sowas weiterkommt, ja, aber in dem Fall muss ich wirklich sagen, jetzt ist gut. Also das ist wirklich ein gutes Ende. Wir müssen das nicht noch weiter austreten. Ja. Und ich Ja. mag Dylan O'Brien. Ich mag ihn einfach. Der macht seine Rolle als Thomas sehr, sehr gut. Der Schauspieler von Littlefinger heißt übrigens Aidan Gillen Genau, eben. aus Dublin, Ireland. Es ist auch schön zu sehen. Ich meine, wer den ersten Teil gesehen hat und den dritten jetzt, also im Vergleich zu dem, sind die Schauspieler halt echt erwachsen geworden. Also da sind zwei Jungs dabei, die sind fast noch kleine Kind gefühlt, also so von optisch her Kinder in den ersten Teil. Und im dritten sind es halt echt erwachsene Teenager, fast schon gestandene Männer, ja, die da stehen und sich auflehnen gegen dieses System, das sie quälen will. Und da, also ich mag solche Filme, in denen man so die Entwicklung auch der Charaktere sieht. Ja, macht Spaß. Hat Spaß gemacht. Kann man angucken. Das ist ja dann wie bei Harry Potter, wo dann die Darsteller immer Ja, so ein größer werden. bisschen. Ja, so ein bisschen. Halt mit mehr Teilen, aber Blade Runner hat halt nur 3. Aber auch hier sieht man die Entwicklung. Definitiv. Ja. Ja, ich will mir den ja auch noch angucken. Ich habe ja die Ja. anderen auch gesehen. Ich fand jetzt, hat schon ein bisschen abgebaut gehabt irgendwie, die weitere. Also der erste war ja ziemlich gut und dann hat es ein Ja. bisschen abgebaut, aber ich will es auch noch auf jeden Fall abschließen dann. Momentan läuft es ja auf Sky irgendwie mit Select, da muss man es kaufen, aber Ja, das wird ja muss ich dann. vielleicht noch ein paar Wochen warten, dann Ja, kommt es auch auf genau, wollte ich Sky gerade Cinema. sagen. Meistens dauert das Ja. dann nur ein paar Wochen oder so. Jetzt ist eh Ich wollte Fußball nicht WM, da warten. kommt man kaum zum Gucken. Ich wollte nicht warten, weil zwei Kumpels, Ja. also gerade hier Fabi und Kai, haben den beide jeweils parallel voneinander, die sind nicht gleichzeitig geflogen, im Flugzeug gesehen. Also der eine ist in die andere Richtung geflogen, der andere in die andere Richtung von der Welt. Und die haben den beide gesehen und haben mir beide vorgeschwärmt, dass der viel besser ist als der zweite Teil und dass ich den doch eigentlich angucken müsste. Und dass es sich ja wundert, dass ich ihn noch gar nicht gesehen habe, weil ich ja die ersten beiden so toll fand. Und ich sage, Leute, ja, jetzt muss ich mir den auch wirklich mal angucken. Und dann konnte ich nicht anders, musste ihn mir einfach bei Amazon ausleihen. Und ich bereue es nicht. Er ist wirklich gut. Bei diesen Flugzeugversionen, da gibt es häufig oder fast immer eigentlich so umgeschnittene Versionen. Das sieht man dann teilweise auch an der Spielzeit oder so.
wenn man dann sieht im Flugzeug, wenn man das startet oder so und sieht dann, okay, der Film geht jetzt 85 Minuten und der eigentliche Film geht irgendwie 100 Minuten oder so, da weiß man schon, da ist was passiert. Ja. Ja, weil also der dritte Teil ist echt lang, der geht über 2 Stunden. Ja, gerade da, also ja. Naja, aber ich werde mal noch gucken irgendwann bei Gelegenheit. Und dann kann ich das ja nochmal kurz aufgreifen hier in einer der folgenden Sendungen. Und jetzt werfen wir einen Blick darauf, was hier so neu anläuft und wie die Kinocharts aussehen. Kinocharts und Neustarts. So, da fange ich mal an mit den Kinocharts hier in Stuttgart. Ist auf Platz 10 Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Platz 9 Liliane Susewind. Platz 8 hält sich immer noch die Avengers Infinity War. Platz 7 nicht ohne Eltern. Ich hatte beinahe gesagt, nicht ohne meine. Platz 6 The Strangers, Opfernacht. Was ich gehört habe, geht ja am Autokino sehr gut hier. Da kommen ziemlich gute Besucherzahlen rein. Deadpool 2, Platz 4, Papst Franziskus, ein Mann seines Wortes. Platz 3, Solo A Star Wars Story. Platz 2, Ocean's 8. Und Platz 1, Jurassic World, das gefallene Königreich. Und in Deutschland sieht es eigentlich fast genauso aus. Jurassic World hat ein bisschen abgebaut, hat 40% weniger Besucher gegenüber der Vorwoche, hat aber immer noch Platz 1 inne. Mit 200.000 Besuchern. Ist halt WM-Woche, ne? Gesamt 1,4 Millionen. Platz 2 Ocean's 8 mit 160.000 in der Startwochenende. Dann Solo, Deadpool, Papst Franziskus und so weiter. Okay, ich guck mal, werfe mal einen Blick nach Amerika. Da waren, glaube ich, 1-2 Filme dabei, auf die ich nochmal eingehen wollte. Ja, genau. In Amerika Platz 1 ist gerade Incredibles 2. Der läuft ja bei uns auch demnächst an. Hat da richtig gut abgeräumt, also 180 Millionen am ersten Wochenende, schon mal nicht schlecht. Ocean's 8 ist auch ganz gut durchgestartet, ist nämlich auf Platz 2 in den USA, was auch nichts Schlechtes sein muss. Und ja, der Rest ist jetzt nichts weiter. Und die Neustarts am 28.06. starten hier in Stuttgart folgende Filme. Meine teuflisch gute Freundin, deutsche Komödie. Da kommt die Tochter des Teufels auf die Erde, um eine Schülerin zu verderben. Stattdessen verliebt sie sich aber in einen neuen Mitschüler. Love, Simon. Das klingt so irgendwie völlig entgegengesetzt zu diesem Lomo-Film da. Wirklich so, ah, so heile Welt und so, ja, ein bisschen oh, Teufelchen verlieben. Also, ja, aber gut, muss alles geben. Love, Simon startet auch, den wir ja in der Sneak Preview hatten. Toller Film. Und der Chris auch nochmal eine extra Schulvorführung bekommen hatte von dem Filmverleih. Vielen Dank nochmal dafür, dass sie das ermöglicht hatten. Und sehr, sehr empfehlenswerter Film. Guckt ihn unbedingt an. Der ist jetzt nicht ganz so tiefschürfend wie jetzt dieser Lomo-Film, sondern bringt eine gewisse Leichtigkeit mit, die sehr angenehm ist bei dem Thema. Und ja, unbedingt anschauen. Toller Film. Love, Simon. Renegades, Mission of Honor, der lief in ein paar anderen Sneaks bei uns nicht. Ein Actionfilm um eine Gruppe durchgeknallter Navy Seals, die im Bosnienkrieg 95 nach einem Goldschatz suchen, der auf dem Boden eines umkämpften Sees liegt, von Stephen Quayle mit J.K. Simmons, Sullivan Stapleton, Charlie Bewley. Oh, okay. Die Wunderübung, Verfilmung des Theaterstücks über ein Ehepaar, das bei einem Therapeuten die kriselnde Beziehung retten will, doch die Sitzung nimmt eine unerwartete Wendung. Ja, mit David Striso, Erwin Steinhauer und Aglaya Siskowitz. Ja, jetzt habe ich es. Der läuft nicht bei uns. Elias, das kleine Rettungsboot, ein 3D-animiertes Abenteuer für die ganze Familie. Kommt das Rettungsboot Elias in die große Stadt? Wie kommt das eigentlich da in die große Stadt, das Boot? Naja, dort vermisst es aber schon bald seine alten Freunde. Ich glaube, das war's für die ganz Kleinen. Ja, aber schön, dass es auch sowas gibt. Das ist eine Wiederaufführung. Animal World, was ist denn das? Steht keine Beschreibung dazu. Ich gebe es mal woanders nochmal ein. Animal World. World. Ach, ein asiatischer Film, würde ich mal sagen.
Ich tippe mal. Nee, ich tippe lieber nicht. Es ist China. Doch, ja, ich hätte China auch getippt, so von der von dem Poster her. Da spielt aber unter anderem Michael Douglas eine kleine Nebenrolle. Aber nicht mal in der IMDb gibt es irgendeine Story-Zusammenfassung. Ja, das Poster sieht ein bisschen sehr futuristisch aus. Ja, kann ich nichts zu sagen. Läuft aber irgendwie an jetzt. Also Animal World, 29.06. Dann, nee, der läuft nicht. Was ist das? Sanju, ein Mann, viele Leben. Steht auch kein Text dabei. Was ist hier los? Dann muss ich mal gucken. Filmstarts.de, muss man da mal gucken. Sanju. So, Sanju, der 2018er, der könnte es sein. Eine Biografie über das kontroverse Leben des Schauspielers Sanjay Dutt. Ist der verwandt mit Robin? Nee. Der neben der Schauspielkarriere auch schwer drogenabhängig war, viele Affären hatte und sogar im Gefängnis saß. Ein indischer, Produktionsland Indien. 2 Stunden 33. Special Interest, würde ich mal sagen. Ja, das war's dann mit den Neustarts für diese Woche. War ja einiges dabei. Auf jeden Fall Love, Simon, unbedingt angucken. Okay, dann gucken wir doch mal in die restlichen Themen rein. Mal schauen, ob wir da irgendwelche Kommentare bekommen haben. Briefkasten. So, ist die Seite mal. Ne, null Kommentare zu Ocean's 8. Vorwärts immer, Street Fighter, Leute, und Eishockey-Filme. Hat der Chris extra seine Eishockey-Community auf Twitter angestachelt, dass sie ihre Top 5 Eishockey-Filme mal, aber kam nichts. Ja. Ja, gut. Ja, bei dem Stichpunkt fällt mir auch was ein. Eishockey im Sommer. Ich habe mich vergessen, vorzubereiten. Ach, okay. Dann machen wir die Top 5-List über die besten Tierfilme dann das nächste Mal. Entschuldigung. Wobei, ich glaube, wir sollten das noch ein bisschen einschränken, also richtige Tiere, also nicht jetzt irgendwie King Kong oder so. Nee, also sowas. Nicht nur Filme, in denen Tiere vorkommen, sondern die, wo die Tiere auch eine wichtige Rolle spielen. So wie Flipper. Hier rufen, ja, Flipper. Oder hier gibt es doch diesen, ach, dieser eine Film mit Owen Wilson und seinem Hund. Wie ist denn der? Ach, der ist so schlimm. Marley und ich. Oh, Gott. Ja. Da heul ich jedes Mal. Ja. Ganz schlimm. Ja, aber nächstes Mal, ich verspreche es, ich bereite mich nächstes Mal besser darauf vor. Genau, die Hörer können ja jetzt schon schneller sein und schon mal ihre Top 5 mit Tierfilmen in die Kommentare schreiben. Mal gucken, ob da jemand was, also Tierfilme, hallo Leute, also alles dabei, Pferde, Hunde, Katzen, Delfine. Pferdeflüsterer. Wale. Toller Film. Alles dabei. Wale. Könnt ihr alles mit reinnehmen. Einen was hatten wir noch, nämlich es ist eine Spende eingegangen, von Auphonic, nämlich über 10 Stunden. Ja, das heißt also, da können wir jetzt wieder aufnehmen ohne Ende. Fast. stand leider nicht dabei, von wem. Also wer auch immer die 10. Ich muss jetzt mal dazu sagen, genau, also wenn ihr bei KinoCast ganz oben klickt auf Danke für eure Unterstützung und dann geht ihr auf Auphonic, wo da steht Klick hier, dann kommt so ein Feld, ne? Und da steht da ist oben so ein freies Feld. Das ist nicht das Feld, wo man den Wert einträgt, weil da stand 10 drin. Da hat irgendjemand, also das ist der Text, der mir dann zugeschickt wird. Da steht auch drüber, add an optional message to your donation to KinoCast. Das heißt, da könnt ihr zum Beispiel reinschreiben, ja, ich bin hier Erwin Müller, vielen Dank oder keine Ahnung oder irgendwas, dass wir wenigstens wissen, von wem das kommt. Die Spende ist standardmäßig eingestellt auf 5 Euro, was 10 Stunden entspricht. Das heißt, da wollte anscheinend jemand 10 Euro spenden, hat er 10 eingetragen, aber das funktioniert so nicht. Das Feld ist einfach ein freies Textfeld. Da könnt ihr reinschreiben, wer ihr seid oder was weiß ich, wenn ihr aus Datenschutzgründen nicht nennen wollt, dann braucht das auch nicht, aber ihr könnt trotzdem eine Nachricht da reinschreiben. Ja, genau. Könnt ihr gerne machen. Würde ich mich freuen, wenn wir uns wenigstens bedanken könnten bei irgendjemand. Wie ja zum Beispiel bei dem Jürgen, der ja immer durch seine Spende uns die Serverkosten für das erste halbe Jahr finanziert hat, was ja jetzt diesen Monat noch läuft. Genau. Dann können wir wenigstens das auch mal namentlich erwähnen hier. Jo. Ansonsten. Unbekannterweise. Vielen Dank.
Vielen Dank, genau. es muss ja auf jeden Fall jemand sein, der uns irgendwie zugetan ist. sonst hätte er nicht immer gesagt, oh, den schenke ich mal 10 Stunden, da kann ich noch 10 Stunden mich ärgern oder so. muss ja jemand sein, der es hier irgendwie halbwegs gut findet. Gut, wir gucken aber mal in die Rätselecke, vielleicht gibt es ja da was. Rätselecke. Sind denn da wenigstens irgendwelche Antworten eingegangen? Eine. Kinders, was ist los mit euch? Wo ist eigentlich der Thomas geblieben? Ja, Thomas, geht's dir gut? Ich kriege hier fleißig Mails vom Rainer. Der Thomas ist bestimmt im Urlaub. Der ist irgendwo am Strand ohne Netz. Der lässt jetzt 5 gerade sein und denkt sich, ach hier, vergiss doch, ja, Kinocast da. Wenn ich wieder zurückkomme. Hört er dann alles nach, wenn er aus dem Urlaub zurückkommt. Genau. oder vielleicht hat er ja jetzt auch diese komische Kino-Flatrate von den UCI-Kinos oder wie das heißt. Man sich jetzt so eine Flatrate-Karte kaufen und so viel ins Kino gehen, wie man will. Ich glaube, der hat kein UCI in der Nähe. Ich glaube, die UCIs, die sind, also wir haben ja hier unten auch keinen UCI. Also ich fände ja so eine Flatrate fürs Kino cool. Gab's doch mal bei... der Kinoleitung. Gab's doch bei Cinemax. Cinemax gab's. Ja, aber bei die Innenstadt-Kinos sollte was machen. Ja. Also ich würde es voll nutzen. Ja, ist ja dann immer eine Kalkulation, ne? Du musst halt rechnen, wenn es jetzt nur die Kinofreaks kaufen, dann, ja, was vielleicht gehen würde, dass vielleicht eine Wochenend-Flatrate, dass man sagt, okay, jetzt dieses Wochenende hätte ich Zeit, ich würde gerne mal 3, 4 Filme gucken oder so, dass man da sagt, okay, gilt von Freitag 20 Uhr bis Sonntagabend oder so, dass man da mal die Möglichkeit hat, quasi mal alles Mögliche zu gucken oder so, wenn man vielleicht eh gerade Wochenende nichts vorhat. Gerade jetzt, wenn keine Bundesliga ist, dann sind die Wochenenden mehr oder weniger frei. Wenn ich gerade, man muss sich ja nicht unbedingt hier, was weiß ich, Costa Rica gegen irgendwas angucken, dann, sondern gibt es vielleicht irgendwas. Oder wenn man sagt, hey, ich hole mir so eine Karte und gehe in der Stadt, mache Public Viewing und dann danach, bis dann das Spiel kommt, was mich dann auch noch interessiert, dann gehe ich mal ins Kino oder so. Wer weiß. Lässt sich vielleicht auch leicht, übrigens England führt gerade 1-0. Oh mein Gott, ich muss gleich gucken gehen. Lässt sich vielleicht auch einfacher kalkulieren als so eine Ganzjahres-Flatrate und das ist nicht gleich so ein Riesenbatzen, wenn man dann sagt, ja, was weiß ich, 25 Euro, kannst alles gucken, weil meistens holen die sich ja dann auch noch was zu essen und da verdienen sie auch gut damit. Als Anregung an die Innenstadtkinos und den Zettel nicht vergessen, ne? Wenn ihr schon das Metropol zumacht und renoviert, wenigstens einen Pfeil dran machen. Ja. Das findet im Gloria statt oder so. Jo, hat das wenigstens richtig, genau. Ja, er schreibt, liebe Kate, diesmal müsste es wie durch ein Wunder sein. Und das ist es tatsächlich. Wie durch ein Wunder? Wie durch ein Wunder. Welcher Film, wer spielt denn da mit? Der Name sagt mir irgendwas. Ja, der junge Pacey. Ach ja, der Film war das, ja, genau. Ja, der junge Pacey spielt. Ich weiß, ich kann mir nicht merken, wie der heißt. Ja, ich vergesse es auch gerade. Als Fringe noch lief, da hatte ich den Namen öfters parat. Ja. Da, weil der hat ja auch mitgespielt. Ja. Gut, ich habe ein neues Rätsel. Okay. Gut aufpassen. Der Autoverkäufer hat immer die Finger von Kriminalität gelassen. Plötzlich taucht eine bildschöne Freundin aus Jugendtagen unvermittelt bei ihm auf und unterbreitet ihm ein verlockendes Angebot. Habe ich jetzt gerade keine Idee dazu. Guter Film. Ist der mit Nicolas Cage? Oh Gott, könnte sein. Ich weiß es gar nicht. Ich habe den gesehen, aber ich habe jetzt die Hauptdarsteller nicht mehr im Blick. Ja. Ich guck mal so nebenher. Wir wollen ja nicht zu viel verraten. Also, liebe Hörer, wenn ihr glaubt, die Lösung zu kennen, schreibt an kate@kinocast.net eine E-Mail. Und kein Nicolas Cage. Kein Nicolas Cage. Dann war es nicht, nicht Gone in 60 Seconds. Nee. Oh, irgendwas mit Autos und so. Ich war mir nicht mehr sicher über die Story. Ich glaube, die passt eh auf den Bierdeckel da. Liebe Hörer, schreibt die Lösung an kate@kinocast.net. Darf gern mehr als einer sein, der Lösung schreibt. Und dann bin ich mal gespannt, was dann bis nächste Woche hier eingeht. So, ich werde mal noch einen Blick drauf werfen. Wir haben ja auf kinocast.net
gibt es ja diverse Möglichkeiten, uns zu unterstützen, zum Beispiel Produktionszeit schenken über Auphonic, was wir nutzen, damit ihr zum Beispiel immer solche Kapitelmarken habt, damit ihr sagt, ach, das ist ein Film, der interessiert mich nicht, den überspringe ich mal oder so. Dann funktioniert das, es geht alles über Auphonic oder die Bilder da einfügen in die Datei. Oder über unsere Amazon-Links. Weil so Filmfreaks bestellen sich auch ab und zu mal was, einen Film oder so. Und dann könnt ihr das am besten über unsere Amazon-Affiliate-Links tun. Das kostet euch nicht mehr und wir haben da eine kleine Provision davon. Und, oh, hier hat ja jemand keine Filme bestellt, sondern einen Monitor. Ist es ein Monitor oder ein Fernseher? 28 Zoll, das ist schon fast ein Fernseher. Oh, UHD, ne? Nicht schlecht. Brauche ich auch mal. Von Samsung. Was piepst und knarrt denn bei dir immer? Entschuldigung, meine Katze macht sich gerade auf mir frei. Okay. Kommt die ganze Zeit ans Mikro. Okay. ja, ein Samsung-Monitor. Das war bestimmt das nette Team da von dieser IT-Firma hier, von Jamit Labs, schätze ich mal. Ein HDMI-Kabel, wahrscheinlich mit dazu bestellt. Dann Detektiv Conan 57. Das ist ein... Comic wahrscheinlich. Ein, ja, ein Anime. Nee, Detektiv Conan kennst du doch. Anime. Anime? Nee, Anime ist ja der Film dazu. Wie heißt... Na? Wie heißt denn ja Manga? Genau, wenn es nicht auf den Namen kommt. Dann Adidas Pure Lightness Deo Spray für Damen. 150 Milliliter. Ein Polsterbett Paris. 1,40 Meter mal 2 Meter. Ein, was ist das? Ein I Love Wandtattoo. Gleich mal gucken. Ja. Ein Wandtattoo halt, ne? Was ist das? Rituals Samurai Cool Deo Spray. Ja. Deo Spray von Rituals. Gummibären von Soul Food. Gleich mal gucken. Oh, 2,99 Euro. So eine kleine Packung, hey. Boah. Nicht schlecht, ey. Scheint ja zu schmecken. Sonst, ach so, hier glutenfrei und Low Carb und sonst was alles. Ja, okay. Your Name. Gestern, heute und für immer. Die DVD hat sich jemand bestellt für 19,99 Euro. Und Stefan Lohse, Reiseführer Schottland mit Downloads aller Karten. Da reist wahrscheinlich jemand nach Schottland. Dann viel Spaß und gute Reise. Vielen Dank an alle, die sich irgendwie wiedergefunden haben, die irgendwas, was sie bestellt haben, jetzt hier gehört haben. Ihr unterstützt damit hier unsere kleine Sendung mit den ganzen Sachen hier, Gewinnspiele, was wir sonst so alles machen. Ja, vergesst das Gewinnspiel nicht in dem Bereich bei Lomo, bei der Filmkritik und ich werde es auch als extra Posting nochmal veröffentlichen. Ansonsten denke ich mal, sind wir soweit durch, oder? Hast du noch was? Ja. Nö, dann guck mal, was uns morgen in der Sneak Preview erwartet. Vielleicht auch wieder so eine unglaublich positive Überraschung. Und hören wir uns dann, liebe Hörer, nächste Woche wieder. Vielen Dank, Kate, fürs Mitmachen. Tschüss. Tschüssi. Bis bald im Kinocast. Und bei Deutschland? Das war ja auch gestern ein Krimi zum Schluss, oder? Ja, ganz schön spannend gemacht. Aber ich hab mich auch gefragt, ey, warum bringt er den Gomez nicht von Anfang an? Ich verstehe es auch nicht. Warum spielt er nicht mit Doppelsturm? Ich habe es nicht verstanden. Der hätte doch Werner und Gomez zusammenspielen können.